So. Dann versuche ich jetzt nochmal die Base-Plattform zu bauen, ohne runterzufahren. Weil das tat schon ein bisschen weh. Und wie will der jetzt... Ich glaube, ich weiß, was der Fail war. Ich brauche noch 10 versteckte Eisenplatten. Die sind irgendwie untergegangen in der Rechnung. Schrauben. Lieber noch eins zu viel. Jetzt 10 Stück davon. Dann hoffe ich, haben wir endlich genug intelligente Beschichtung. Das ist manchmal ein Krampf, die herzustellen. Und das will das nur, damit wir in die nächste Stufe kommen, damit ich endlich hier die Base schöner bauen kann. Und dass er hier nicht aussieht wie so ein gebastelter Noob, der keine Ahnung hat vom Spiel. Gut, ich habe zwar auch keine Ahnung vom Spiel, aber. So. Das so nebenbei. Okay. Das ewige Problem der Sicherung. Welche hat's diesmal verjagt? Die vordere. Das ist wenigstens nice, dass man das so sieht. Müssen vielleicht mal auch nicht nur an die Base bauen denken, sondern Holz fällen. Außer. Nee. Dings haben wir noch nicht gefunden. Ja, genau, das wollte ich nicht. Bum, 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 überall Eisen. Ist schon mal gut. Eigentlich könnte ich das jetzt nochmal splitten, ey. Nee. Warum so wenig Effizienz? Der ja fast voll ist. Nicht Stromleitung. So. 8 Stück. 4 Minuten, dann haben wir es geschafft. Nö, komm jetzt. Zu wenig Platten hat der Kollege. Von der haben wir genug. Das heißt, boah, die Musik ist schon laut, ey. Jetzt ist sie komplett weg. Ich check's nicht.
Das ist schon geil, seit dem mit diesem Update, dass es das gibt. Vorher wäre das ein Krampf gewesen. Hier stoßen wir auf unbekanntes Terrain. Hier ist eine Schnecke. Da muss hier irgendwo noch ein Bewacher sein. In dem Fall nicht. Okay. Nehmen wir die mit. Hier hat es auch noch Ressourcen. Da geht es in Richtung Wald. Kann ich den jetzt hier fällen? Nee, ich muss unter die Plattform gucken. Das ist bestimmt irgend so ein Viech. Der ist noch weiter unten. Ja, Blätter mit der Kettensäge fällen. Sehr intelligent, Xerox. Sehr intelligent. Was hat das hier für Ebenen hier? Huch. Ja, jetzt bin ich wieder unten angekommen. Gut. Warum auch nicht? Ja, dann gehen wir ein bisschen auf Holzfäller-Tour. Der Urwald muss weg. So, Phase 1 abgeschlossen. Perfekt. Holz haben wir auch ein bisschen wieder gesammelt für Biotreibstoff. So, und jetzt versiegeln und dann senden. Das unendliche Ding geht in die Unendlichkeit. Wumm. So wie so ein auf dem Rummelplatz ziehen so dieser Tower, wo Ruf runterfährt. Das wäre mal ein geiles Ding. Phase 2 abschließen. Oh, nee. Oh, jetzt fängt das an. 500 intelligente Beschichtung. 100, keine Ahnung was. Und 500, das waren, glaube ich, verstärkte modulare Rahmen. Oh Junge, Junge, Junge. Jetzt fängt der Grind erst richtig an. Jetzt wird's heavy. Das Ding kommt schon wieder runter. Das war eine kurze Fahrt. Das Schiff braucht gefühlt eine halbe Ewigkeit und das Teil, ja, schnell runter wieder rauf. Falscher Ort, so. Kohleenergie. Ich glaube, wenn ich mir das hier anschaue, fortgeschrittene Stahl produzieren. Das hier ist das automatische Verkabelung. Miner MK2, Hypertubes. Das ist für die Fortbewegung. Logistik MK3. Das brauchen wir für unser Logistikcenter. Fahrzeugtransport.
Beliebiger Treibstoff, LKW-Station. Könnte nur theoretisch. Hat den Inventar mit 48 Slots, überträgt bis zu 120 Stapel pro Minute. Kohleenergie, Kohlegenerator, Wasserextraktor, Pipeline, Scanner, Aktualisierung. Ich glaube, wir brauchen am Anfang Strom. Das ist die einzig richtige Entscheidung gerade. Schon wieder 50 Rotoren. Oh nee. Das wird immer grindiger und grindiger hier. So. Aber macht Spaß. Ist jetzt einfach gerade wieder. Man denkt so, ja, erste Phase abgeschlossen. Ja, voll easy. Nur 2-3 Stunden. Ja, das passt schon. Und dann sieht man jetzt die nächste Phase 2. Denkt sich nur, holy moly. Was kommt da noch auf mich zu? So, aber was brauchen wir jetzt vor allem? Verstärkte Eisenplatten. Die gewinnt man durch durch Schrauben. Ich glaube, wir müssten hier mal so ein Teil machen, was Schrauben für uns produziert. Hier hinten nennen wir noch Kapazität. Stangen kriegen wir jetzt. Aber keine Schrauben. Gut. Ja. Jetzt hat's geklappt. Cool, haben wir mal schon den ersten Step mit dem Weltraumlift gemacht. Jetzt kommt der nächste Step. Und zwar, ich habe hier eine Kupferquelle. Wenn ich aber hier noch eine anschließe, die nur für Kabel. Konstruktor. Gut. Eine produziert Kabel, die andere Schrauben. Das wäre ein Vorteil. Sagen wir jetzt bloß, ich brauche jetzt wieder Kupfer. Nee. Ich brauche versteckte Eisenplatten. Weil um die Schrauben rum kommen wir nicht. Um das Kabel rum kommen wir auch nicht. Also ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass wir beides automatisieren. Provisorisch natürlich. Bis wir genug Beton haben. Mit dem Beton die Base weiterbauen können. Das sieht alles so. Wenn ich das. Wenn ich meinem früheren Ich in dem Spiel begegnet wäre, hätte ich jetzt Schreikrämpfe gekriegt, aber. Es geht nicht anders. Greifen uns die Ressourcen, die wir haben. Machen da daraus das. Das war dumm.
So, Viech, kannst du bitte verschwinden? So. Konstruktor. Ist langsam, aber sicher wird auch der Platz ein bisschen knapp hier. Stangen. Gut. Das verlegen wir dann alles nach oben. Hier könnte ich jetzt meinen Kupfer loswerden. Ja. Perfekt. Sich hier unnötig mit mir rumschleppen schon die ganze Zeit. So. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie ich das zentrale Lagersystem dann bauen werde.